Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen digitalen Impuls, neue Lernkultur gestalten, wie Schülerinnen und Schüler lernen, komplexe Herausforderungen zu bewältigen. Mein Name ist Alexandra Braun. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Und wir werden uns mit der Frage, den Fragen beschäftigen, wie wir denn Schule und Lernen so gestalten können, dass Schülerinnen und Schüler lernen, verantwortungsvoll zu handeln und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dafür haben wir drei spannende Referentinnen zu Gast, die auf diese Fragen blicken aus der Perspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung und uns auch aufzeigen werden, was Bildung für nachhaltige Entwicklung mit einer neuen Lernkultur beziehungsweise vielleicht besser gesagt einer zukunftsfähigen Lernkultur oder einer passgenauen Lernkultur zu tun haben. Und da stelle ich als erstes direkt vor Nicola Pape von Engagement Global. Sie wird uns Sustainable Development Goals vorstellen und den Kontext, in dem wir uns bewegen, die Themen, die dort aufzufinden sind. Danach wird Dorothee Block uns aus der Schulentwicklungsperspektive, mit uns aus der Schulentwicklungsperspektive darauf blicken und zeigen, was uns diese Beschäftigung für unsere Schulkultur, für unsere Schulentwicklung bringen kann. Und zum Abschluss Caroline Frey von der Schweizer Hof Grundschule in Berlin ihre Good Practice Beispiel vorstellen, den Friday. Dann würde ich sagen, liebe Frau Pape, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und dann übergebe ich direkt an Sie das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Braun. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören und jetzt auch gerade noch sehen. Ich werde jetzt mal meinen Bildschirm teilen. Können Sie auch die Präsentation jetzt gut sehen? Ich denke, ja. Super. Also ich stelle mich noch mal kurz vor. Mein Name ist Nicola Pape. Ich bin aus Bonn zugeschaltet und arbeite für Engagement Global und bin dort im Team Schulische Bildung und beschäftige mich persönlich schon viele, viele Jahre mit Bildung für nachhaltige Entwicklung und auch mit Entwicklungszusammenarbeit insgesamt. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute kurz die Sustainable Development Goals vorstellen kann und möchte aber auch noch mal einen Schritt weiter zurückgehen und fange mit dem Jahr 2000 an, beziehungsweise werde auch noch mal kurz auf die Millennium-Entwicklungsziele eingehen, die die Vorgänger waren, um so ein bisschen in das Thema einzuführen. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden am 25. September 2015 bei einem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in New York von der Generalversammlung der UN verabschiedet und haben damit die Millennium-Entwicklungsziele abgelöst. Hier auf dem Foto kann man gut nochmal sehen, wie die Veranstaltung stattgefunden hat. Die Agenda 2030 ist mit seinen 17 Zielen die größte gemeinsame Resolution, die jemals verabschiedet wurde. Sie gibt Ziele für eine zukunftsfähige Gesellschaft für eine Periode von 15 Jahren vor. Jedes Ziel ist mit entsprechenden Unterzielen belegt, von denen es insgesamt 169 gibt. Die Umsetzungs- bzw. die Zielerreichung obliegt den jeweiligen beteiligten Nationen. Sie sind jedoch nicht im engeren Sinne rechtlich bindend. Das heißt, ein Nicht-Einhalten ist mit keinen entsprechenden Sanktionen hinterlegt. Das ist schade, aber das ist grundsätzlich der Charakter von den internationalen Resolutionen. Aber eine Verpflichtung ist damit nicht verknüpft. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Sie können auf der linken Seite jetzt die sogenannten Millennium-Entwicklungsziele sehen, die es als Vorgänger der SDGs, so die Sustainable Development Goals werden in der Regel SDGs genannt, die es halt vorher gab, die sogenannten MDGs, Millennium-Entwicklungsziele. Das waren 8 an der Zahl. Sie wurden schon im Jahr 2000 verabschiedet und waren im Wesentlichen Zielsetzungen, die die internationale Gebergemeinschaft vereinbart hat mit den Ländern des globalen Südens. Und wenn man jetzt im Jahr 2015 zurückblickt auf die Zielerreichung, dann
ist es tatsächlich so, dass bis zum Jahr 2015 eine Menge erreicht worden ist, gerade bezogen auf die weltweite Armutsbekämpfung und auch Hungerbekämpfung. Wir aber leider jetzt feststellen müssen, dass wir wieder große Rückschritte zu verzeichnen haben aufgrund diverser globaler Herausforderungen, die ja auch das Thema hier unserer Veranstaltung sind, sodass man im Prinzip sagen kann, dass sich zum Teil die Situation innerhalb von kürzester Zeit nach mühsamer Aufbauarbeit der letzten Zeit von 15 Jahren innerhalb von kürzester Zeit wieder verschlechtert haben. Die Millennium-Entwicklungsziele hatten überwiegend soziale Aspekte im Fokus, das heißt Gesundheitsfragen, das heißt die Gleichberechtigung von Frauen, die Sterbung, die Sicherstellung der Senkung der Kindersterblichkeit oder auch der Müttersterblichkeit sowie die Bekämpfung von globalen Epidemien wie HIV/AIDS oder Malaria. Und nur eine Zielsetzung, die auch sozusagen die ökologische Dimension von nachhaltiger Entwicklung abdeckt, nämlich die Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit. Dass man sozusagen solche Ziele nur im Rahmen von Partnerschaften erreichen kann, das wurde damals auch schon erkannt. Und deshalb wurde ein MDG 8 festgelegt, Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft. Das heißt, vom Verständnis her war hier ganz klar der Fokus auf Armutsminderung mit der Perspektive, die reichen Länder des Westens geben den Ländern des globalen Südens Geld, um sozusagen ihre Probleme zu bekämpfen. Das war die Sichtweise der Millennium-Entwicklungsziele. Die Sustainable Development Goals sind ein bisschen anders ausgerichtet. Also man kann das hier jetzt auch schon in der Übersicht sehen. Das heißt, es gibt deutlich mehr Ziele. Sie sind aber auch festgelegt für einen Rahmen von 15 Jahren, von 2015 bis 2030. Und ergänzen, also schaffen sozusagen die Millennium-Entwicklungsziele nicht zwingend ab, weil, wie ich eben schon gesagt habe, viele Probleme sind einfach noch gar nicht gelöst, bezogen auf die weltweite Armutssituation oder auch Hungersituation und müssen weiter im Blickfeld bleiben. Grundsätzlich ist es so, dass die Berichterstattung zu den Sustainable Development Goals Ländersache ist. Das heißt, jedes Land kann für sich selbst entscheiden, ob es einen Bericht dazu erstellt und wie dieser auszusehen hat. In Deutschland wird das, glaube ich, jährlich veröffentlicht seit Beginn der Verabschiedung. Grundsätzlich sind die Ziele so angelegt, dass es darum geht, die Perspektive aller Länder der Welt, die mit an der Resolution beteiligt waren, im Blick zu behalten. Das heißt, global zu denken, aber die Implementierung im Wesentlichen lokal stattfindet. Das heißt, jeder und jedes Land versucht sozusagen innerhalb der nationalen Grenzen die Zielerreichung zu schaffen. Und jährlich wird sozusagen im Rahmen der UN-Generalversammlung nochmal drauf geschaut, wie weit sind die Länder jeweils. Aber internationale Abstimmungen dazu, wie kann man eigentlich gemeinsam sozusagen auch globales Handeln umsetzen, steht hier nicht so sehr im Fokus. Nach 7 Jahren der Implementierung wird nun deutlich, dass vor allem beim Ziel 13 der Bekämpfung des Klimawandels, dass insgesamt das Tempo zugelegt werden muss, wenn die Ziele ansatzweise erreicht werden sollen und unser Überleben auch für nachfolgende Generationen noch gesichert sein kann. Das heißt, sofern nicht drastische Kehrtwenden bei prioritären Zielen von den Regierungen der Länder eingeleitet werden, scheint die Menschheit auf unserer Erde nicht überlebensfähig zu sein. Auf diese dramatische Entwicklung weist nicht nur die Fridays for Future-Bewegung und deren Untergruppen wie Scientists oder Parents for Future regelmäßig hin. Nun hat auch ein internationales Expertengremium im Auftrag des renommierten
Club of Rome einen neuen Bericht vorgelegt, der deutlich macht, dass es zwar noch nicht zu spät ist, aber die entscheidenden Hebel für dramatische Kehrtwenden nun unmittelbar umgelegt werden müssen. Wie schwierig es für die jeweiligen Regierungen ist, hier zwischen globalen und nationalen Interessen sowie lang- und kurzfristigen Lösungen zu jonglieren, zeigt bei uns gerade die Diskussion um die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke. Das ging ja auch in den letzten Tagen häufig durch die Presse. Der veröffentlichte Bericht der internationalen Expertengruppe Earth for All macht deutlich, wie wichtig es nun ist, das globale Denken und Handeln vor allem bei den Regierungsverantwortlichen weltweit zu stärken. Ich habe Ihnen hier mal das Buch mitgebracht, ist gerade erst erschienen. Einige von Ihnen kennen das vielleicht auch schon. Ich habe selber jetzt in Kürze der Zeit noch gar nicht ganz zu Ende lesen können, aber die wesentlichen Punkte wollte ich Ihnen gerne mal kurz aufzeigen, weil es nämlich auch interessant ist im Vergleich zu den Millennium-Entwicklungszielen. Die Expertengruppe von Earth for All geht davon aus, dass unverzichtbare Maßnahmen, um die Zivilisation resilient zu machen und die Überlastung unseres Planeten einzuschränken, in erster Linie darauf abzielen sollten, die steigende soziale Ungleichheit, also das SDG 10, weltweit entgegenzuwirken. Diese wird von dem Expertengremium als wesentliche Ursache für die Verhinderung der Klimaziele und damit der globalen Erderwärmung erachtet. Damit besinnt sich das Expertengremium auf zentrale und essentielle Ziele, die in den Fokus genommen werden sollten, aber nicht nur ein Handeln auf lokaler Ebene erfordern, sondern auch massive Mehrheitsbildungsprozesse auf der internationalen Ebene erforderlich macht. Eine notwendige Kehrtwende ist in den Zielen, die Sie hier auch auf der Folie gut sehen können, also Beendigung der Armut, SDG 1, Beseitigung der Ungleichheit, SDG 10, Ermächtigung der Frauen, SDG 5 und gesundes Nahrungsmittelsystem, was ich jetzt hier mal unter das SDG 12 gepackt habe, nachhaltiger Konsum und Produktion, und der Einsatz sauberer Energien. Das ist insofern ganz interessant, als dass sich das zum Teil ja auch deckt mit den Zielen, die auch schon bei den Millenniumsentwicklungszielen verabschiedet worden sind. Das heißt, es ist jetzt eher so der Trend zu sagen, wir fokussieren uns wieder auf bestimmte Ziele und versuchen, diese mehrheitsfähig zu machen, weil wir sonst sowieso die Ziele langfristig alle nicht erreichen können. Die Frage ist nun, welche Rolle kann denn da eigentlich Bildung spielen? In dem Bericht taucht Bildung eigentlich nicht auf. Aber es gibt auch in den SDGs das Ziel 4, was besagt, dass eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewährleisten ist, die die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für uns alle fördert. Neben den Zielen, die den Zugang zu allen Etappen des Bildungssystems für alle bis hin zur Aufnahme einer Beschäftigung sichert, sind die Ausbildung von ausreichend und kompetenten Lehrkräften als Unterziele erwähnt. Besonderes Augenmerk wird hier auf den Kompetenzerwerb zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gelegt. Dazu gibt es auch entsprechende Unterziele. Ich glaube, 9 insgesamt an der Zahl und einen speziellen Bezug zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ist im Unterziel 4.7 festgelegt. Das Ziel besagt, bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung, eine nachhaltige Lebensweise, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt als Beitrag der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung. Das ist eine Menge Holz, würde ich sagen, aber ich glaube, Frau Block hat ganz viele tolle Ideen, wie man diese Qualifikationen und Kenntnisse auch gut
in den Schulalltag integrieren kann und erwerben kann. Ich bin auch davon überzeugt, dass die SDGs selbst ein gutes Instrumentarium bieten, um mit Schülerinnen und Schülern in den Austausch zu nachhaltiger Entwicklung zu kommen. Das zeigt auch, dass in den letzten Jahren sehr viele Unterrichtsmaterialien zu dem Thema schon entwickelt worden sind und auch Spiele und andere Medien entstanden sind, die sich der SDGs bedienen, um mit Schülerinnen und Schülern zu dem Thema zu arbeiten. Bevor ich jetzt das Wort weitergebe an Frau Blöck, würde ich ganz gerne noch ganz kurz ein paar Unterrichtsmaterialien vorstellen, die wir hier bei Engagement Global entwickelt haben. Ganz links können Sie sehen ein Bildungsmaterial zum Schulwettbewerb Eine Welt für alle. Hier sind einzelne SDGs kurz vorgestellt und auch thematische Bezüge hergestellt. Das Material gibt es sowohl für die Klassen 1 bis 6 als auch für 7 bis 13. Darüber hinaus gibt es in der Mitte das Unterrichtsmaterial Die Ziele für nachhaltige Entwicklung im Unterricht, die SDGs selbst auch nochmal vorstellt mit all ihren Unterzielen, aber vor allem einen lösungsorientierten Ansatz propagiert. Das heißt, gute Projektbeispiele aus 4 verschiedenen Ländern darstellt und dies als Unterrichtszugang wählt. Ganz besonders wollte ich noch kurz erwähnen, das ganz Unterrichtsmaterial ganz rechts, wo eine Gruppe von Bildungsexperten auch aus 4 Ländern sich Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir denn eigentlich die systemische Kompetenz von Schülerinnen und Schülern stärken. Die systemische Kompetenz als eine der zentralen Kompetenzen, die die UNESCO für die den Erwerb von BNE-Kompetenzen festgelegt hat. Und das ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Lehrkräfte, wie sie in 10 Schritten mit Kindern arbeiten können, sowohl im Unterricht an bestimmten Themen, aber es gibt auch einige Ideen, wie man das Thema in der ganzen Schule verankern kann. So, und dabei möchte ich es jetzt gerne belassen und würde gerne entweder zurück an Frau Braun geben oder auch direkt an Frau Bloch. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pape, für die Setzung des Kontexts hier. Damit können wir super übergeben an dich, liebe Doro Block. Du bist selbst erfahrene Lehrkraft und bist Trainerin in der Werkstattschule mit Weltblick, der Robert-Bosch-Stiftung. Und an dich vielleicht als erstes die Frage, was hat denn Bildung für nachhaltige Entwicklung zu tun mit einer zukunftsfähigen Lernkultur, mit Schulentwicklung? Wo ist da der Anknüpfungspunkt? Ja, was hat es damit zu tun? Das ist wirklich die Frage, weil ich habe es überschrieben mit Schule mit Weltblick, so heißt die Werkstatt auch, die wir eben in Berlin mit der Robert-Bosch-Stiftung zusammen und der Kooperation mit dem Senat für Schulen, für 12 Schulen in Berlin aufgelegt haben. Und es geht da ganz konkret darum, wie man eben genau diese 17 SDGs in den Blick nehmen kann und gucken kann, dass wir dazu auch das tun, was wir tun müssen, nämlich uns damit beschäftigen, was und wie und wo Schülerinnen lernen, um das Wissen und die Fähigkeiten zu haben, damit sie die Werte und Einstellungen entwickeln, die uns auch in die Lage versetzen, wirklich individuell und kollektiv zu handeln. Das, was wir gerade erleben, also ganz aktuell erleben, ist eine ganz große Herausforderung. Und die letzten 2 Jahre, gerade jetzt auch noch mal in Bezug auf den Krieg, ganz besonders vorher in der Pandemie, da hat sich gezeigt, wie komplex diese Welt ist. Und dass das, was wir in Schule so eigentlich auf dem Unterrichtstableau haben, nicht mehr reicht. Und Sie sehen oben links im Bild einen der Schüler und Schülerinnen, die ich als von meiner Pensionierung entlassen habe. Sie hatten sich im Vorfeld 2016 oder 17 mit den SDGs beschäftigt und ihr Blick in die Zukunft, den haben sie sich ins Gesicht geschrieben. Und es sind Zehntklässler, 16 Jahre alt, die mit Sehnsucht in die Zukunft blicken. Und das ist schon eine Weile her und ich habe es immer wieder eingeblendet, weil es mir total wichtig ist, was die Schüler und Schülerinnen eigentlich
erwartet, weil um die geht es. Die Bildung für nachhaltige Entwicklung, das hatten wir gerade schon, aber mir ist wichtig zu sagen, bis 2030 sind es noch 8 Jahre. Und in denen können die globalen Nachhaltigkeitsziele ganz wirksam in Schule andocken. Die können richtig Schule machen in der Schule, wenn wir diese Chance nutzen. 8 Jahre ist für mich so eine Zeit, wo man eigentlich sagen kann, das ist ja fast so ein kleines Schülerleben. Also sie sind in der weiterführenden Schule so lange da und es ist eine Riesenchance, damit jetzt auch zu beginnen. Und es ist eben ein kollektiver Prozess. Es ist nichts, was man alleine macht. Und was ist da besser als Schule, frage ich mich. Wir hatten diese Ziele vorhin schon einmal und dabei ist ganz wichtig, nochmal zu gucken, es gibt eben so 5 verschiedene Bereiche. Es geht da um die Menschen, es geht um Frieden, es geht um den Planeten, es geht um unseren Wohlstand und es geht darum, mit anderen was zusammenzumachen. Und genau darauf den Fokus auch immer wieder zu legen. Also wann kümmern wir uns um die Menschen, wann kümmern wir uns um den Planeten und wo haben wir Partner dazu und ja, wo in unserem Wohlstand sind wir bereit auch zu verzichten. Also die große Frage in diesem Feld ist ja auch in Schule zu lernen, gibt es so etwas wie Verzicht. Das Bildungsziel, das hatten wir, ich habe das hier eingefügt, weil ich nochmal für mich sage, diese zielstrebige Schülerin, die dort sagt, ich gucke in die Zukunft und ich habe ein Ziel, das wird möglicherweise so sein, dass sie auch in ihrer Schullaufbahn, in ihrem Leben eigentlich gelernt hat, ich kann da selber was dran machen. Also das Ziel, das ist was, was mir inne liegt und was ich auch weiß, wie ich es erreichen kann. Und darauf hinzuarbeiten, finde ich, dafür ist Schule wirklich da und dass wir die Menschen befähigen, auch wirklich die Gesamtsituation sowohl politisch, sozial, kulturell und wirtschaftlich zu verbessern. Das müssen wir in Schule lehren und lernen. Ich habe dann die Frage gestellt, also wenn nicht jetzt, wann denn dann? Das habe ich vorhin beantwortet und gesagt, jetzt. Jetzt, es gibt eigentlich keinen Spielraum, jetzt müssen wir es machen. Und wenn nicht wir, wer denn dann? Also wenn nicht wir Lehrer und Lehrerinnen und wenn nicht Schule, wer soll es dann machen? Und ich finde, das ist aber auch eine wunderschöne Aufgabe. Das ist eine, die in Schule ganz groß geschrieben ist, nämlich Verantwortungskultur zu schaffen und die Schulen und Schülerinnen auch zu stärken, wirklich die Herausforderungen, die diese Welt jetzt für sie mit sich bringt, auch aktiv, kreativ, kritisch und eben als Gruppe, als Team, als Kollektiv auch wirklich dem entgegenzutreten und auch Lösungen für das Jetzt und die Zukunft zu finden. Und die Zukunft tragen diese jungen Menschen. Wir sind da eher ein bisschen raus, haben aber eine ganz große Verantwortung, da was zu machen. Und deshalb nochmal die Frage, wenn nicht wir, wer denn dann? Und und können wir das nicht auch? Also Learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be, das sind Kompetenzen, die wir, glaube ich, im Laufe unseres Berufslebens und auch schon in der Ausbildung erlernen. Wir eignen uns Wissen an und können und zeigen, dass wir nachhaltig leben wollen. Das ist eine Bedingung, wenn wir das lehren und lernen wollen. Unser Denken ist zukunftsorientiert. Wir müssen positiv in die Zukunft blicken und wir müssen Mut haben, um etwas zu verändern, Wechselwirkungen erkennen. Und auch ganz großes Feld, glaube ich, mehr denn je auch Zusammenhänge erfassen. Kritisch, kritikfähig sein, kritisch die Dinge zu reflektieren, kreativ zu sein, zu denken und zu handeln und auch immer wieder andere Perspektiven einzunehmen, ist eine Kompetenz, die wir als Lehrer und Lehrerinnen brauchen. Und wir müssen auch anerkennen, dass sowohl Alltagserfahrungen, die Kinder und Jugendlichen machen, in Zusammenhang gebracht werden müssen, auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und beides gut zusammenbringen und wir bringen Verschiedenheiten zusammen und ermöglichen auch, wenn wir das wollen, eine andere Lernkultur. Das ist so meine feste Überzeugung und ich glaube auch, dass Sie alle als Lehrer und Lehrerinnen, wenn Sie da sind, auch mir da sicher zustimmen und sagen, ja, das können wir, wenn wir an der einen oder anderen Stelle auch mal sagen, wir machen jetzt das und nicht das. Also es geht nicht immer darum, noch mehr zu machen, sondern die Dinge auch anders zu machen. Dieser junge Mann da oben, der freut sich auf die Zukunft. Das macht mir auch Freude, weil wenn die halt schaffbar wird für ihn, ist es auch einfach toll, weil es ist einer, der es auch
nicht leicht hatte, bis dahin zu kommen, wo er dann eigentlich mit einer Lehrstelle die Schule verlassen hat. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir lernen und lehren, also dass wir Weltblick, also den Blick in die Welt, über den Tellerrand hinweg, über uns hinweg, also mehr vom Ich zum Wir und mehr vom Kleinen in das etwas Größere, dass wir das lernen und auch lehren können, und zwar im handelnden Umgang mit Wissen und mit Werten. Der Handlungsaspekt ist ganz, ganz wichtig. Das Wissen ist ein ganz wichtiges Element, aber auch die Haltung und die Werte zu diesem Thema, die können wir einfach nicht wegdenken. Und jetzt sind eine ganze Reihe von Kompetenzen da aufgelistet, von denen wir einige kennen als die 4Ks, aber eben auch sowas wie vorausschauende Kompetenzen, Szenarien zu entwickeln, ob das jetzt für die Pandemie war, ob das im Zusammenhang mit nuklearen Katastrophen ist. Das ist ja was, das lernt man nicht einfach so. Da braucht es mehr zu, als ich bin in der Situation und da muss ich das können. Auch eben zu wissen, wo will ich überhaupt hin und wie kann ich Probleme lösen im Denken und Handeln und wo ist meine Frustrationstoleranz, wie weit ist sie ausgewiesen, dass ich auch mal sagen kann, ja, das Problem habe ich jetzt nicht gelöst, aber ich bleibe dran. Ja, miteinander zu arbeiten, das ist auch eine der 4K-Kompetenzen, die für die Zukunft wichtig sind, aber auch sich selber wahrnehmen oder eben kreativ zu sein. Das sind Dinge, das können wir lernen und das können wir auch mit den Schülern und Schülerinnen zusammen in Schule umsetzen. Man kann auch eine Schule mit Weltblick entwickeln. Das ist ja mehr als nur zu lernen und lehren, indem man gemeinsam, ganzheitlich, partizipativ, strukturell und wirksam Gelingensfaktoren für solch eine Gestaltung implementiert. Dazu gehört ganz klar das Lernen in der Welt. Also rausgehen, öffnen, wirklich, wie wir es auch schon mal immer wieder sagen, an Projekten in der Umwelt, in freiwilligen Projekten, dort zu arbeiten und dort etwas zu tun, wo wir auch sehen, was es bewirkt. Dann ein ganz wichtiger Faktor ist die gemeinsame Entwicklung von Unterricht, das heißt im Team in Schulen zu arbeiten und projektorientiertes Lernen als Grundform zu verstehen, was nicht heißt, dass ich nur projektorientiertes Lernen mache, aber dass es eigentlich eine Grundform ist, dass ich anders lernen muss. Dann das ganzheitliche Lernen, also die Gesundheit mit einzubeziehen, das Wohlergehen mit einzubeziehen, die Veränderung der Institutionen und die Menschen, die dazugehören, vom Hausmeister bis zu den Eltern und den Kooperationspartnern mitzudenken, ist ganz wichtig, um eigentlich ja schon im Lokalen über den Tellerrand zu gucken und auch noch weiter zu gucken. Ein ganz wichtiges Element ist die Veränderung der Strukturen, also Erststrukturen schaffen und projektorientiertes Lernen aufgrund der Strukturen umzusetzen in Schule. Dazu hören wir gleich noch ein Beispiel und nicht trotz schwieriger und widriger Strukturen oder trotzdem gerade dagegen zu arbeiten. Dann die Schülerinnenpartizipation, also Demokratie lernen und sie mit einbeziehen. Sie sind Treiber von Fragestellungen und von dem Entdecken, was sie brauchen. Und ja, ganz wichtig finde ich immer auf Augenhöhe mit wirkliche Kooperation einzugehen. Was habe ich davon, wenn ich mit der und der Institution zusammenarbeite und was hat die davon? Was nehmen die mit aus der Schule? Und letztendlich könnte so sogar ein Whole School Approach entwickelt werden, der die ganze Schule in allen Teilen mit zu einer Schule mit Weltblick macht. Ich gucke jetzt mal hier einmal mit Ihnen auf ein Feld, was eigentlich aus dem agilen Führen und Arbeiten kommt, aber diese Folie, die ist mir so untergekommen, weil ich nochmal gedacht habe, das ist eigentlich das, was wir in Schule machen. Eigentlich die Aufgaben, die vielfach in Schule gestellt werden, sind nicht einfach im Sinne von, sie sind leicht zu bewältigen, aber es geht um das Üben, das Erfassen von Strukturen. Wir wissen vorher genau, was rauskommen soll. Es gibt richtige Antworten und der Schüler soll erkennen, welchen Weg er geht und dann soll er es beurteilen und soll er reagieren. Manchmal gibt es ein bisschen kompliziertere Aufgaben, da weiß man auch irgendwie, wie es ausgeht. Das wissen wir, also wir Lehrer zumindest ganz genau und die Schüler und Schülerinnen kommen auf dem Weg dahin auch irgendwann dahin. Und es gibt zwar vielleicht nicht nur eine richtige Antwort, sondern mehr,
Aber da geht es auch so, das Erkennen, das Analysieren und Reagieren. Das sind Kompetenzen, die sind vielfach verbreitet in Schule. Aber das, was komplex ist, was wir gerade haben, alles ist im Fluss. Es gibt noch keine Antwort. Es gibt auch nicht unbedingt die richtige Antwort. Es gibt Unbekannte. Wir haben gerade sowas wie eine Orientierungslosigkeit. Wir erkennen vielleicht möglicherweise Muster, an denen wir uns ein bisschen orientieren können. Es gibt verschiedene Ideen, es gibt kreative Ansätze. Und da steht ganz vorneweg das Probieren, das Ausprobieren, dann erkennen und dann reagieren. Und das ist das Lernen, was ich meine. Das, was wir mehr in Schule holen müssen, dass Schüler und Schülerinnen genau diese Phasen selber erleben müssen, sich ausprobieren müssen, erkennen müssen. Und unsere Aufgabe ist es dabei, nicht zu bremsen, das nicht aufzuhalten und nicht zu wissen, was rauskommen muss, weil wir sind dann nicht da, wenn die Schüler und Schülerinnen das selber regeln müssen und die Unsicherheiten, die jetzt gerade bestehen, auch lösen müssen. Also, wir brauchen Lernen, was Fächer verbindet. Und was so im Schulalltag integriert ist, dass es möglich ist, immer sich wieder mal Komplexität zu erschließen. Wir brauchen Projektlernen, was eigentlich selten alleine passiert, sondern eher in heterogenen Gruppen und wo die Eigen- und Mitverantwortung bei den Schülern und Schülerinnen viel, viel stärker liegt als im anderen Lernen. Wir brauchen diese großen Weltthemen, die angedockt sind, auch an die 17 Nachhaltigkeitsziele, wie zum Beispiel den Klimawandel oder Konsum und Nachhaltigkeit, Verteilungsgerechtigkeit und ich finde aktuell gerade Hunger, 860 Millionen Menschen hungern gerade, das ist 10-11 Mal so viel, als unser Land Menschen hat. Also diese Größenordnung, einfach mal sich vor Augen zu führen und zu sagen, ist das ein Thema, wo Schüler und Schülerinnen nicht entdecken können, wie das zusammenhängt, wie entsteht Hunger, was ist unser Anteil daran und wo bin ich möglicherweise auch in der Lage, daran etwas zu ändern. Dann geht es um Strukturen. Wir brauchen andere Zeit- und Raummöglichkeiten, weil Projektlernen, fächerübergreifendes Lernen, das kann eigentlich selten im 45-Minuten-Takt und auch nicht so gut nur im Klassenraum passieren, geht auch, aber je mehr wir öffnen können, desto besser. Und wir brauchen ganz, ganz klar die Arbeit in Teams, die Kooperation und in Schule auch eine Haltung zu diesem Thema. Und professionelle Weiterbildung ist eigentlich auch immer gut, finde ich. Hier nochmal ein kleiner Blick in die Werkstatt. Das ist ebenso eine Weiterbildung und die Arbeit in Teams, die Kooperation und die gemeinsame Haltung. Die sind da ganz, ganz zentral und es ist ähnlich wie bei den Schülern und Schülerinnen. Man geht fast den gleichen Weg und man holt sich Wissen, man erprobt Strukturen und man geht in die gemeinsame Haltung und reflektiert sich und den Umgang mit unserer Welt. Das lasse ich jetzt mal vielleicht ein kleines Stück oder kürze ich das aus. Der Weg ist natürlich nicht einfach, der Weg ist, offen und ich mag immer dieses Bild zu sagen, Wege entstehen beim Gehen, weil auch wir nicht so genau wissen gerade, wie sollen wir denn diese Schule mit Weltblick oder die Schule mit nachhaltiger Entwicklung, wie soll die eigentlich aussehen, sondern es ist vielleicht so ein Gemeinschaftsprojekt in der Schule, wohin wollen wir gehen, wo ist unsere gemeinsame Haltung, was ist unser Leitbild? Und wie schaffen wir das auch alle mitzunehmen, dass auch jeder da sein Feld findet und sagt, da bin ich bei. Welches Verständnis von Lernen und Leistung haben wir? Wie weit geht unser Weltblick? Ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Und und wenn wir ein Ziel haben, dann kommen wir auch auf unterschiedlichen Wegen dahin. Und es ist gar nicht so wichtig, den Weg schon vorher zu kennen, sondern zu sagen, wir probieren das aus und wir machen das und wir starten jetzt. Und zwischendurch muss man vielleicht mal einen kleinen Umweg gehen oder aber man findet auch eine tolle Abkürzung. Da finde ich, ist dieses Bild vom Weg und die Herausforderung immer eine, die mir sehr gefällt. Ich habe es nochmal versucht, jetzt hier in einem Bild darzulegen. Schule mit Weltblick, das Lernen funktioniert im Zusammenhängen. Es ist wichtig, große Weltthemen, weil sie komplex sind, als inhaltliche Rahmung zu nehmen, ob das Wasser ist, ob das Wald ist, ob das
Klima ist, aber zu gucken, welche Felder da drin entdeckt der Schüler und wie kann ich ihn als Lehrer und Lehrerin dann begleiten, sich auf diesem Projekt mich auch die Aufgaben und die Herausforderungen zu stellen. Also wir sind gewohnt, selber die Aufgaben zu konzipieren und in diesem Fall, wenn wir das umdenken, ist es eigentlich so, der Schüler beschäftigt sich mit dem Thema und er braucht vielleicht unsere Unterstützung, die Formulierungen und die Fragestellungen an das Thema mit jemandem zu besprechen und zu diskutieren und daraus sich die Aufgabe zu stellen. Es braucht immer einen Entwicklungsraum für Werte und Haltung. Wir müssen den Lernprozess gestalten und begleiten und ja, die Zusammenarbeit ist wichtig und ganz, ganz wichtig ist auch, dass wir immer wieder uns auch Wissen holen. Hier habe ich es noch mal etwas weiter ausgeführt. Die Projekte, Fächerverbindendes, die 17 Nachhaltigkeitsziele, der Entwicklungsraum für Werte und Haltung ist einfach auch, wo positionieren wir uns und wie und welche Formen von Diskussion, Debatte, Partizipation haben wir, wo sind wir eben in der Gestaltung, probieren, kreativ, begleitend, selbstbestimmt, wo unterstützen wir eigenaktives Tun und wo ja, sind wir auch offen zu sagen, ja, das ist jetzt ein Ergebnis, da habe ich gar nicht mit gerechnet, das habe ich so nicht erwartet, aber es ist in seiner Art und Weise auch eben wieder ein toller Beitrag. Ja, das Wissen ist heute ja über Videos, Experten, Recherche auch mehr als je zuvor auch für Schüler und Schülerinnen zu erfassen, sie aber zu unterstützen bei der Suche, das ist auch wieder ganz bestimmt unsere Aufgabe. Wenn also wir, wie denn dann? Wir brauchen die einfachen, also die klaren, eindeutigen Wissensmöglichkeiten wie Lesen lernen, Schreiben lernen, Mathematik, das ist wirklich einfach und da auch natürlich die komplizierten Aufgaben, aber wir brauchen auch mehr als je zuvor die komplexen Aufgaben und Herausforderungen, die uns vorher nicht bekannt sind. Ich glaube, das ist das, was einfach dazu ermutigen muss, auch ein bisschen loszulassen. Die Folien mache ich aufgrund der Zeit mal weiter, einfach, dass Sie sehen, aber nochmal, wie man sich diese Weltthemen vorstellen kann und wie es um Werte und Haltungen geht. Und komme nochmal auf ein paar kleine Tools, die man in Schule gut anwenden kann, nämlich erstmal, wenn also wir, wie denn dann, mal zu erfassen, was haben wir denn alles und das mal einzusortieren und zu rahmen, einen sogenannten roten Faden der komplexen Herausforderungen der großen Themen, die Schüler und Schülerinnen über die Aufgaben, die im Lehrplan stehen, hinaus auch möglich sind. Das zweite ist, das zu sortieren, möglicherweise in einem Jahresarbeitsplan, in einem Schwerpunkt. Wenn ich weiß, dass im 9. Schuljahr eine Gedenkstättenfahrt ansteht, dann lese ich das Tagebuch der Anne Frank nicht im 8. Schuljahr, sondern vielleicht in dem Zusammenhang und versuche schon Dinge zu verbinden miteinander oder ich habe eben so etwas wie hier einen Jahresschwerpunkt, das Recht auf Zugehörigkeit und Gemeinschaft und ich weiß, alle Themen drehen sich darum oder ich nehme ein anderes Ziel, was ich dem gebe, eine Möglichkeit, Schule zu sortieren. Oder aber, ach, das gehen jetzt ins Einzelne, das tut mir leid, die habe ich nicht richtig rausgenommen. Oder aber wie hier, wie präsentiere ich denn zum Beispiel meine Auseinandersetzung mit Freiheit, wie präsentiere ich möglicherweise, hier sieht man das so, Fremdsein, das sind Schattenbuchstaben, mit denen die Schüler dieses Fremdsein dargestellt haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Wo gibt es dafür eine Möglichkeit in Schule, das zu machen? Oder hier das zweite Bild, da geht es darum, warum sind Tiere bei uns, warum sind die so vermenschlicht? Also die Vermenschlichung der Tiere als ein Beispiel auch dafür, wie unnatürlich eigentlich unser Umgang geworden ist. Es gibt die Möglichkeit, nur ein Beispiel, viele Schulen machen das auch die Themen und Dinge im Padlet zu haben. Also das heißt, auch digitale Tools zu verwenden, in denen ich dann sehe, boah, das kann ich jetzt auf einen Blick alles mir angucken und habe das zusammen und kann das sortieren und Schüler und Schülerinnen können da gut arbeiten oder ich mache es wie hier und gucke, was gehört zu wem. Also was hat denn was mit wem zu tun? Warum brauche ich eigentlich meine persönlichen Kompetenzen und dafür, um mich zu positionieren, um meine Position zum Beispiel zu Rassismus auch aus dem Ausdruck zu bringen und wirklich zu sagen, da stehe ich zu.
abschließend noch für mich noch einmal, Schule mit Weltblick braucht andere, nicht neue, aber offenere Unterrichtsstrukturen zu dem, was wir haben oder als Ersatz für einiges. Sie braucht die Sensibilisierung für den Umgang mit der Komplexität von Weltthemen, also die Auseinandersetzung mit den SDGs als eine erste Aktion in Schule finde ich die wichtigste, einfach zu wissen, was steckt dahinter und was hat das mit mir zu tun. Es braucht Raum und Zeit und neue andere Formen der Lern- und Leistungsrückmeldung. Wir müssen es schaffen, die Verantwortung zu übergeben und auf der anderen Seite aber auch für Lernprozesse mit Verantwortung zu übernehmen. Die Schüler und Schülerinnen brauchen Vertrauen, dass sie das auch selber schaffen können. Ich finde, das ist auch was, was für uns nicht einfach ist. Diese nachhaltige Entwicklung und das Lernen in globalen Zusammenhängen ist sozusagen der Kontext des übergreifenden Themas. Und die interdisziplinäre Vernetzung und eine veränderte Unterrichtsorganisation, möglicherweise durch 70-Minuten-Stunden, durch Projektschienen, durch Freiarbeitsphasen, durch den Friday oder Ähnliches, das richtet die Schule ganz neu aus. Und ja, und wenn wir nicht nur Kenntnis vermitteln und nicht nur Kompetenzen fördern, sondern auch Werte reflektieren und Haltung entwickeln, dann wird es sowas wie ein Weltbürger vielleicht, nennen wir das so. Und wenn nicht jetzt, wann denn dann? Wenn nicht wir wählen, dann, das ist ein Bild, was jetzt den Schulleiter und Schülerinnen zusammengefasst hat, dann müssten wir aufstehen, dann müssen wir aufhören, bestimmte Sachen zu machen, dann müssen wir auch bestimmte Gewohnheiten aufgeben, aber uns auch mal aufregen und uns einlassen und uns vielleicht auch mal kurzfristig mehr aufladen, aber dann auch noch mal ordentlich aufräumen und uns aufmachen und auf den Weg machen und sagen, haben wir diese Ziele zu erreichen und ich fände es toll, wenn Sie mit dabei sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Doro, für deinen spannenden Einblick. Du hast ja jetzt mehrfach auch schon den Friday erwähnt. Da freuen wir uns sehr, dass Frau Frey, dass Sie da sind von der Schweizer Hof Grundschule und uns jetzt noch als Good Practice Beispiel mit auf den Weg geben, was denn der Friday genau ist, was er mit Ihrer Schulgemeinschaft gemacht hat oder immer noch macht und mit Ihrer Schulentwicklung. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein und Ihnen den Friday vorstellen zu dürfen. Und Doro hat mir eine Steilvorlage nach der anderen geliefert in ihrem Vortrag. Und wenn Sie jetzt denken, ja, das geht ja bei meiner Schule alles gar nicht und wie soll ich das bloß machen, dann habe ich was, wie das nämlich gar nicht so schwer ist. Und da gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei. Denn ich habe auch eine kleine Präsentation mitgebracht. Ich komme aus Berlin und arbeite als Lehrerin an einer ganz normalen Grundschule in Zehlendorf. Wir haben die Klasse 1 bis 6, sind dreizügig, haben Jülin 1, 2. Und mich trieben zwei Fragen um. Wie funktioniert Lernen nachhaltiger? Also wie bleibt der Stoff, den wir den Kindern vermitteln, besser kleben? Weil wir kennen das alle, nach den Sommerferien kommen wir wieder und dann heißt es, nee, Frau Frey, also das haben wir noch nie gemacht. Und da hat die Wissenschaft ja auch einige Antworten, wie man nämlich am besten lernt, wenn mit Spaß, wenn es irgendeinen Sinn für mich ergibt, wenn ich es selbst bestimmen kann und ohne Druck. Und das zweite Thema war das Thema BNE. Wie kommen die Themen, die unseren Planeten betreffen, in die Schule? BNE, wenn man das in Kollegien fragt, was das ist, erntet man immer noch viele Fragezeichen. Und dann stolperte ich auch noch über diese Grafik in der Taz. Und wenn wir schauen, meine Schüler Grundschule sind also in dem Bereich 0 bis 9 und 10 bis 19 Jahre alt. Das heißt, die werden voraussichtlich eine Erderhitzung von 2,5 bis 3 Grad erleben. Und was das für den Planeten heißt, können wir erahnen. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie in einer Zukunft leben werden, die sich von unserer erheblich unterscheiden wird. Und ich fand es, dass es unsere Verantwortung ist, ihnen dafür ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, mit diesen Herausforderungen umgehen zu können. Und das besteht nicht darin, der Schnellste im Arbeitsblätter ausfüllen zu sein.
Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, was denn so die Kompetenzen einer Schule der Zukunft sein könnten. Was ist denn wichtig? Das hat Doro ja auch schon gesagt. Die 4Ks sind hier mal fett gedruckt. Es geht also um andere Kompetenzen, die in Schule wenig stattfinden. Und dann stolperte ich zum Glück über den Friday, erfunden von Margret Rasfeld, ihres Zeichens langjährige Schulleiterin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Sie hat Fächer erfunden wie Verantwortung und Herausforderungen, arbeitet mit Lernbüros, die Kinder entscheiden selbst, was sie wann lernen wollen. Und sie stellte auf einer Fortbildung in Berlin den Friday vor und ich fand es super. Was ist denn jetzt dieser Friday? Also, er besteht aus mindestens 4 Stunden pro Woche während der Kernunterrichtszeit. Die Kinder arbeiten in diesen 4 Stunden an eigenen Projekten, die sie sich selber suchen. Einzige Bedingung an die Projekte ist, dass sie etwas mit den 17 Nachhaltigkeitszielen zu tun haben. Sie können oder sollten gerne jahrgangsübergreifend zusammenarbeiten. Und am Ende sollte möglichst nicht nur ein Plakat entstehen, wo dann draufsteht, mehr ist zu viel Plastik, das ist blöd, sondern sie sollen ins Handeln kommen. Das heißt, irgendeine Umsetzung der Projekte an der Schule, in der Gemeinde, in der Umgebung sollte das Ziel sein. Im Rahmenlehrplan steht er auch. Hier ist Teil A, wo drin steht, mehr als um die Vermittlung von Wissen. Geht es um andere Dinge. Er steht in Berlin, ich spreche jetzt für Berlin, auch in Teil B unter 3.11, da steht dann BNE ganz klein. Und er berührt natürlich unheimlich viele Bereiche, auch in Teil C der einzelnen Fächer. Es steckt im Friday unheimlich viel Deutsch, ganz viel Sachkunde, ganz viel Mathematik, ganz viel Navi. Unser Friday, wir sind im Jahr 2021 gestartet mit 4 Klassen und saßen dann erstmal im Corona-Lockdown, was blöd war, weil all das, was den Friday ausmacht, nicht ging. Also wir konnten nicht jahrgangsübergreifend zusammenarbeiten, wir konnten keine Experten in die Schule einladen, wir konnten nicht aus der Schule rausgehen und jahrgangsübergreifend, alles das ging nicht. Es war schon eine Herausforderung. Die Kinder haben trotzdem tolle Ideen entwickelt, kleine Filme gedreht. Die würde ich Ihnen am liebsten zeigen, aber ich habe nur 1/4 Stunde und könnte stundenlang über den Friday reden, aber ich muss mich kurz fassen. Bei uns findet er jeden Donnerstag von der 3. bis zur 6. Stunde statt. Bei Freitags Schwimmen ist, da können wir das nicht machen. An der Grundschule ist es noch relativ einfach zu gucken, wo kommen denn jetzt diese 4 Stunden her? Die müssen ja irgendwo herkommen. Bei uns ist das so, dass die Klassenlehrer relativ flexibel aus ihrem Kontingent entscheiden, welche Stunden sie in den Friday geben. In meiner Klasse ist es aktuell eine Mathe, eine Deutsch, eine Sachkunde und eine Kunststunde. Und es sind die best investierten Stunden, die ich mir so vorstellen kann. Es gibt auch Gymnasien, es gibt Berufsschulen, die den Friday eingeführt haben. Inzwischen wollen auch Universitäten das gerne tun. Da gibt es dann andere Modelle, dass man von den 90 Minuten auf 80 Minuten geht und da so diese 4 Stunden Zeit sich herausarbeitet. Dann ist es so, dass sich die Lehrer auf die Räume verteilen und die Kinder ordnen sich dann den Räumen zu, je nachdem, ob sie recherchieren müssen, ob sie bauen müssen oder ob sie Informationen brauchen oder in außerschulische Lernorte gehen, die sehr wichtig sind. Wichtig auch, man braucht Hilfe von außen. Also man muss die Schule aufmachen und die Kinder rausschicken und die Experten reinlassen. Dann funktioniert es sehr gut. Die Struktur sieht so aus, dass wir im Klassenverband starten. Es gibt aber auch Schulen, die starten ihren Friday jedes Mal mit der kompletten am Friday teilnehmenden Schülerschaft. Wir haben gesagt, bei uns geht es los im Klassenverband. Wir gucken uns nochmal eine gute Neuigkeit der Woche an oder wir nehmen uns nochmal eins der 17 Ziele vor und gucken uns das nochmal genauer an. Oder wir laden einen Experten ein, der einen kurzen Impuls gibt. Dann geht es darum zu besprechen, was ist der Plan für den Tag? Was habt ihr heute vor? Wo geht ihr hin? Was braucht ihr? Und dann gehen die Kinder in die Projektarbeit. Und ganz wichtig ist dann, dass wir uns am Ende zu einer Abschlussrunde treffen, um das Ganze zu reflektieren und zu sagen, okay, habe ich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe?
Wenn nein, warum hat es nicht geklappt? Und da geht es eben auch darum, wie arbeite ich im Projekt, das zu lernen. Das ist gar nicht so einfach, wie wir wissen. Wenn es unterschiedliche Interessen gibt, wie einige ich mich? Genau, und dann wird noch besprochen, was man für die nächste Woche so braucht. Herausforderungen waren Angst oder sind auch noch Angst und Vorbehalte bei Eltern und Kollegen. Deshalb kann ich so den Tipp geben, wer mit dem Friday startet, der sollte das am besten erstmal mit den Lehrern tun, die dafür brennen. Es macht, glaube ich, wenig Sinn, Lehrer zu zwingen, das zu machen, dann wird es schwierig. Es gibt allerdings auch Schulen, die beschlossen haben in der Schulkonferenz, wir wollen als ganze Schule starten. Aber wir haben gesagt, okay, die es gerne wollen, dürfen damit anfangen und die anderen dürfen zugucken und langsam reinwachsen. Und in diesem Schuljahr sind wir inzwischen 8 Klassen, die teilnehmen. Es werden also immer mehr. Die Kinder finden es super. Die Eltern sind inzwischen auch so weit, dass die sagen, also dass die das ganz doll verstehen und super finden. Die haben auch gerade durch Corona verstanden, dass in Schule schon einiges komisch läuft. Und sehen ja auch, was mit dem Planeten passiert und wissen auch, dass ihre Kinder andere Dinge lernen sollten. Neben Rechnen, Schreiben, Lesen, alles unbestritten wichtig. Dann die Kinder müssen erst wieder lernen, mit Freiheit und Verantwortung umzugehen. Das ist ganz witzig, je jünger die Kinder sind, umso leichter fällt ihnen das. Je älter sie sind, sind sie schon so in den schulischen Kontexten, dass die Drittklässler losrennen und sagen, okay, Leben an Land, ich baue ein Insektenhotel. Und die Sechstklässler setzen sich hin und machen eine PowerPoint-Präsentation und schreiben da drauf, Müll ist doof und sagen, ich bin fertig. Und trauen sich gar nicht mehr so außerhalb der Box zu denken. Und das gilt mindestens genauso für die Lehrer. Loslassen, Vertrauen müssen auch wir wieder lernen und zu sagen, ich bin nicht der, der vorne vortanzt, sondern ich bin der Lernbegleiter, ich helfe, ist eine neue Rolle, die aber ganz doll viel Spaß macht. Das mit den helfenden Händen hatte ich schon gesagt. Ja, hier sind so ein paar Projektideen, die es gab. Also bei uns in der Schule stehen in jedem Klassenraum 3 Mülleimer. Die Kinder trennen den Müll, dann kommt der Putzmann und schmeißt alles wieder in eine Tüte. Das finden die Kinder dann irgendwie, die fühlen sich veräppelt, zu Recht. Und da hat sich eine Gruppe überlegt, sie würden gerne mal mit dem Altpapier anfangen und in jede Klasse eine Kiste stellen, wo die Klassen ihr Altpapier selber sammeln und selber wegbringen. Dann haben sie, wie gesagt, sehr viele Insekten, Igel, Vogel und Fledermaushäuser gebaut. Sie haben Handys für den NABU gesammelt. Gerade gibt es das Projekt, dass eine Gruppe einen nachhaltigen Kiosk für die Schule gründen möchte. Unser Schulhof hat sich verändert. Da stehen jetzt die ganzen Insekten und Vogelhäuser. Außerdem gibt es 2 Hochbeete, die die Kinder aus gespendeten Paletten gebaut haben. 2 neue Bäume. Dann haben wir herausgefunden, ob ein Komposthaufen warmes Wasser erzeugen kann. Drittklässler haben einen Film über Moore gedreht. Sie haben zu Mooren recherchiert. Wir haben mit geretteten Lebensmitteln gekocht. Und das waren so ein paar der vielen Projekte. Und jetzt kann man hier mal ein bisschen sehen, wie das so aussieht. Das ist unser außerschulischer Lernort, das Sonnenhaus. Dort gibt es eine Holzwerkstatt, es gibt einen Garten und Bienen und Hühner und jede Menge andere Tiere. Aktuell entsteht dort gerade ein Sandsack-Iglu. Da wird versucht, mit Sand zu bauen. Ich weiß, Sand ist als Baustoff durchaus kritisch zu sehen, aber es geht darum, das, was dort vorhanden ist, zu nutzen, um damit etwas zu bauen. Hier ist die Versuchsanordnung des Komposthaufens, der das warme Wasser machen soll. Da wurde also ein Schlauch um ein Drainagerohr gewickelt, dann jede Menge Ziegenmist drauf geschaufelt. Und ich kann Ihnen sagen, es funktioniert. Das Wasser wird tatsächlich warm. Es wird gesägt und gehämmert und hier unten ist ein Igelunterschlupf entstanden. Hier sehen Sie die Lebensmittel, die ein Rewe wegschmeißen wollte und die Kinder, die daraus eine Kartoffelsuppe kochen. Da gibt es aktuell die Überlegung, ob man einen Mittagstisch für die Umgebung macht und Menschen, die um diesen Lernort herum wohnen, zum Mittagessen einlädt.
Dort oben wird genäht und auch das sind total gute Kompetenzen, wenn man weiß, wie man eine Kartoffelsuppe macht und wie man mal einen Knopf annäht oder ein Loch in der Hose flickt. Hier sehen Sie nochmal die Hochbeete und die Tomaten, die wir ernten konnten. Eine Gruppe Drittklässler, die haben irre zu Bäumen geforscht. Und da hätte jeder Deutschlehrer jubiliert, wenn sie aus den Büchern die Informationen rausgeschrieben haben für ein Plakat, wie das denn nun ist mit den Bäumen und wie die sich unterhalten, und haben erstaunliche Fakten herausgefunden und haben dann in dem Schuhgeschäft der Oma eine Spendendose aufgestellt und so viel Geld eingesammelt, dass sie 2 Bäume auf dem Schulhof pflanzen konnten. Und wenn man die jetzt sieht, wie sie an ihren Bäumen vorbeifahren, dann ist diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die die Kinder machen, ich kann wirklich etwas verändern. Die Bäume stehen jetzt auf dem Schulhof, weil ich was gemacht habe, ist für die Kinder, also für das Selbstbewusstsein so wichtig und auch für die Hoffnung, die Welt verändern zu können. Denn natürlich kriegen die Kinder ja mit, wie es dem Planeten geht. Und etwas tun zu können, ist auch für die Hoffnung als schlafenden Riesen ganz wichtig, meiner Meinung nach. Hier werden die Sandsäcke für den Sandiglo gebaut. Das da oben ist nur ein Beispielbild. Dann haben sie eine Kleidertauschbörse organisiert. Also das schöne T-Shirt der Sechstklässlerin, was nicht mehr passt, gefällt ja vielleicht einer Drittklässlerin und sie muss sich kein neues kaufen. Und so kann man über nachhaltige Kleidung nachdenken. Und die Kinder haben sich auch Ideen darüber gemacht, was passiert denn, wenn ich keine Idee habe, und haben diese Umweltbox in den Eingang der Schule gestellt. Und da dürfen Eltern, Kollegen und Schüler, wenn sie eine Idee haben, was man mal machen könnte, einen Zettel nehmen und reinschmeißen. Und der kommt dann an die Ideenpinnwand. Und wenn jemand auf der Suche nach einem neuen Projekt ist, dann kann er sich einen Zettel da nehmen. Der Friday wird natürlich nicht benotet, geht gar nicht, weil die Projekte so unterschiedlich sind, auch in der Zeitdauer. Und weil auch Scheitern ganz wichtig ist und Fehler machen ganz wichtig ist. Ich erzähle da immer gern das schöne Beispiel von 2 Jungs, die gesagt haben, oh, Frau Frei, wir wollen Plastik mit Säure zerstören. Und ich wusste, die Idee ist vermutlich nicht ganz so gut, aber ich konnte ihnen auch nicht richtig erklären, warum nicht. Und dann habe ich aus dem Friday-Netzwerk einen Chemiestudenten gefunden, der sich mit den Jungs in einer Videokonferenz getroffen hat und 20 Minuten mit ihnen gesprochen hat. Sie haben ihm die Idee erklärt. Ich war leider nicht dabei, aber die Jungs kamen aus diesem Raum und meinten, oh, Frau Frei, Plastikmoleküle sind so krass, man kann Säure in Plastik transportieren. Und ich glaube, dass die so viel über molekulare Strukturen gelernt haben, wie sie in 2 Jahren Navi vermutlich eher nicht mitgenommen hätten, weil es gerade mit ihrer Idee etwas zu tun hatte. Ja, und dann passieren ganz seltsame Sachen, dann verändert sich auch die Schule. Wir nehmen an der Werkstatt Schule mit Weltblick teil und lernen neue Schulen und noch neue Ideen kennen. Es gibt ein Berliner Friday-Netzwerk. Inzwischen sind es über 30 Schulen in Berlin, die den Friday machen. Und die Lehrer kommen zu uns und hospitieren, wir tauschen Material, wir tauschen Erfahrungen aus. Also niemand muss das Rad neu erfinden. Dann sind wir Umweltschule in Europa, internationale Nachhaltigkeitsschule aufgrund des Fridays. Schüler und Lehrerinnen oder Schülerinnen und Lehrerinnen bewerben sich bei uns, weil sie den Friday wichtig und gut finden. Dann gibt es jetzt eine Kooperation mit der Evangelischen Hochschule Berlin, dass Studenten in unseren Friday kommen und Projekte betreuen. Sie erinnern sich, ich habe gesagt, man braucht sehr viel Personal. Und die Studenten kriegen dafür aber einen Schein für ihr Studium, weil sie lernen BNE, wie kann das funktionieren in der Schule. Und das sind so Win-Win-Situationen, die total toll sind und die Spaß machen und die, wo man, wenn man merkt, man macht die Schule auf, gehen ganz viele Türen auf. Dann wird Verena Friederike Hasel unsere Schule besuchen für ihr neues Buch. Die hat das tolle Buch Der tanzende Direktor geschrieben. Wir sind beim Social Design Award vom Spiegel nominiert, unter die letzten 10 gekommen. Da können Sie mir bitte alle die Daumen drücken, dass wir gewinnen, damit wir tolle neue Projekte finanzieren können. Ja, und auch die Senatsverwaltung in Berlin und die Schulaufsicht sind inzwischen auf den Friday
aufmerksam geworden und unterstützen ihn und wollen ihn gerne. Und da darf ich auch gerne und immer mal wieder vom Friday erzählen. Ja, das war's von mir. Ich glaube, ich bin fast pünktlich gewesen. Und freue mich auf Fragen. Ganz vielen Dank auch an Sie, Frau Frey, für die spannenden Einblicke. Toll, was das mit Ihrer, an Ihrer Schule schon alles angestoßen hat. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt tatsächlich den Raum öffnen für ein offenes Gespräch, für Ihre Fragen und die Videoaufzeichnung an der Stelle beenden. Vielen Dank schon mal bis hierher.